Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Gelb, die Nuzlocke Challenge. Heilige Scheiße. Entschuldigung. Ich habe ein bisschen sehr lange trainiert, hat ewig gedauert. Aber die sind jetzt alle auf Level 70. Das ist ja schon mal was. Und vorbereitet habe ich auch alles und so. Und jetzt können wir einfach los und die Top 4 kloppen. Oh mein Gott. Das wird schwierig. Ja, die Musik gefällt mir hier jetzt eher wenig. Ich habe länger nicht mehr aufgenommen. Könnte sein, dass ich etwas aus der Übung bin. So, was sagst du denn so, Lorelei? Willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin Lorelei und gehöre zu den Top 4. Niemand kann sich mit mir messen, wenn es um Eis-Pokémon geht. Die Kraft von Eisattacken ist unglaublich. Du wirst um Gnade winseln, wenn ich deine Pokémon eingefroren habe. Hahaha, bist du bereit? Ja klar, muss ja, ne? So, Lorelei. Damit habe ich gerechnet. Es dürfte jetzt noch kein allzu großes Problem sein. Am Anfang. So, Yugong wurde besiegt. Austors, noch ein Wasser-Pokémon. Dann machen wir doch einfach nochmal Donnerblitz. Und dann hat sich das schon erledigt. Der erste Kampf scheint noch sehr einfach zu sein. Jetzt kommt Lamus. Ich glaube, mache ich besser Donner. Das natürlich nicht trifft. Aber er macht nur Panzerschutz. Kein Problem. Mit Panzerschutz da komme ich voll gut mit klar. Ach ja, ich habe meinen Pokémon auch noch neue TMs und so beigebracht und so. Und Arsene hat Level 71, das ist cool. Und ja. Und ich habe... Du bist das Dragoran. Ich meine Glurak. So. Dann zeig dir mal, was du kannst. Tschung. So, der erste Kampf war ja jetzt bisher schon mal ziemlich einfach. Muss ich sagen. Noch kein allzu großer Haushund. Okay, ich bin auch überlevelt für diesen Kampf. Aber der Champ hat ja einige Level mehr. Und ich will die möglichst mit einem Schlag immer töten, damit ich nicht allzu viele AP verschwende. Egal. Wie kannst du es wagen? Ganz einfach. Du bist besser als ich dachte. Geh ruhig weiter. Das hier war nur ein Vorgeschmack auf die Dinge, die dich noch erwarten. Ja, das weiß ich. So, hier ist nämlich ganz schlecht, wenn ich hier Dings mache. Asan. Ich mit. Dann nehme ich Amanda. Ich nehme Amanda. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der mit einem Kampf oder mit einem Stein-Pokémon ankommt. Und Larry hat eine Schwäche gegen Kampf-Pokémon, deswegen dachte ich, besser Amanda. Warte, ich muss erst noch mich auf die Stimme vorbereiten. Ich gehöre zu den Top 4. Mein Name ist Bruno. Durch ausgiebiges Training können Pokémon sehr stark werden. Ich habe meine Pokémon pausenlos trainiert. Ash, wir werden dich mit unserer Kraft bezwingen. Zum Angriff. Ja, ist kein Problem. Kein Problem. So, 5 Pokémon. Du fängst mit Onix an. Ach. Okay. Ich dachte, deine Pokémon wären ein bisschen höher. Aber ist egal. Volltreffer. Jetzt kommt Nocturne. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da zu Connor wechseln sollte. Aber ich tue es jetzt einfach mal. No risk, no fun. Connor kann Psychokinese. Ich weiß nicht, ob der das vorher auch schon konnte. Ist ziemlich lange her. Als ich das letzte Mal einen regulären Part aufgenommen habe.
dass ich überhaupt ein Let's Play aufgenommen habe. Ohne oder so. Auf jeden Fall war es eine gute Entscheidung, Connor einzuwechseln. Bei Kikli mache ich das jetzt einfach genauso. Zack. So, und Onyx kommt. Da wechsle ich lieber auf Larry. So, Surfer, los! Töte es! Töte es, so wie du noch nie getötet hast. Sehr gut. Und Machomai. Es klingt wieder nach einem Job für Connor. Auch wenn Machomai, glaube ich, theoretisch Erdbeben lernen könnte. Das wäre dann nicht so toll, aber ich bin schneller und töte es hoffentlich auch mit einem Schlag. Wo ist... Na, Volltreffer. Okay. Das war einfach. Und Level 71. Sehr cool. Es geht ja ziemlich schnell. Geht das zum... als Gegensatz zu dem Training. Wie konnte ich verlieren? Ich bin erledigt, doch die nächste Herausforderung wartet bereits. Yep, ich gehe schon mal weiter. So, hier kommen Geist-Pokémon. Und ironischerweise sind Geist-Pokémon gut gegen Geist-Pokémon. Ich übernehme was anderes. Oder mach die. Oder nimm die Gift-Pokémon. Ich weiß es gerade nicht, aber es sieht hier eher nach Geist-Pokémon aus. Aber es. Ja, müsste Geist-Pokémon sein. Ich sag gerne nochmal Geist-Pokémon, weil Geist-Pokémon einfach toll sind. Ich mag Geist-Pokémon. Okay, das reicht. Ich bin Agathe aus dem Team der Top... Ich bin Agathe aus dem Team der Top 4. Professor Eich lobt dich in höchsten Tönen, junger Mann. Er war einmal ein gut aussehender. Meine Stimme kackt ab. Stattlicher Mann, doch das war vor Jahrzehnten. Oh. Heute kümmert er sich nur noch um eins sein Pokédex. Aber Pokémon wollen ja kämpfen. Ash, ich zeige dir, wie ein richtiger Trainer kämpft. Okay. Come at me, sis. Oder Grandma. Das könnte schlecht ausgehen. Gengar, Gengar, Gengar. Okay. Ich will mich nicht so früh von Dings verabschieden. Ich weiß nicht, was er jetzt macht. Ich nehme einfach Larry, weil Larry hält eigentlich aus. Einiges. Oh nein, es macht ausgerechnet Megasaurer. Wieso? Na gut, es war sehr effektiv, aber bringt doch nicht so viel. Wieso sollte man gegen ein Gift-Pokémon Megasaurer machen? Ich verstehe es nicht. Egal. Golbat, ja, da kann ich wieder einwechseln. Der kann auch Donnerblitz und so. Was ich sagen wollte, es könnte sein, dass ihr so ein paar Nebengeräusche hört im Hintergrund. Was so ein bisschen nach dem Rasenmäher klingt. Das liegt daran, dass die Gärtner gerade da sind. Kann ich auch nichts gegen machen. Aber ich wollte unbedingt aufnehmen. So, Albollo. Da wechsle ich doch besser wieder ein. Und zwar, ja, nehmen wir wieder Larry. Surfer! Na, wird's reichen? Ah! What? What? Der wurde auch gerade erst eingewechselt. What? Egal. Ah, Bock. Da kommt wieder Connor. Mit seiner Psychokinese. Hallo, Arbok. Ich habe keine Angst vor dir. Nee. Und? Ja.
Und noch ein Gengar. Dann nehme ich wieder Larry. Level 60. Ja, jetzt drehen sie langsam auf. Obwohl, das ist ja schon die dritte aus den Top 4. Oh, ich mach mal Hydro-Pumpe. Und es trifft. Tschüss, Gengar. Hoffentlich. Müsste eigentlich sein. Oh. Ernsthaft? Surfer muss jetzt reichen. So. Nummer 3 ist schon besiegt und das nach gerade mal 10 Minuten. Das ist sehr erstaunlich. Wirklich, du bist ein ganz besonderes Kind. Ach, danke. Du hast gewonnen. Nun verstehe ich, was der Professor meinte. Ich stimme ihm voll und ganz zu. Setz deinen Weg fort, mein Junge. Okay. Warte, ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, nochmal die Spitze zu wechseln, oder? Oder? Bitte. Ach, gut. Will ich mit Connor anfangen. Obwohl, ich weiß nicht, womit er anfängt. Ich könnte auch mit Garados oder sowas anfangen. Aber bei Aerodactyl wäre es nicht so schlimm. Aber vor Garados. Hallo. Ich habe bereits von dir gehört, Ash. Ich bin Siegfried, Drachentrainer und Oberhaupt der Top 4. Wusstest du, dass Drachen mystische Pokémon sind? Sie sind schwer zu fangen und zu zähmen, doch die Mühe lohnt sich. Sie sind beinahe unschlagbar. Bist du bereit, dem Schicksal ins Auge zu blicken? Für dich endet der Ausflug in die Pokémon-Liga. Hier, Ash. Das werden wir ja wohl sehen. Oh. Na gut, er wird zumindest, denke ich mal, kein Donnerblitz oder sowas können. Ich mache jetzt einfach mal Body Slam. Auch wenn es nicht so sehr weh. Das könnte wehtun. Überlebe. Natürlich ein Volltreffer. Aber dafür habe ich jetzt eine Runde Zeit einzuwechseln. So, sehr effektiv. Es kommt Dragonier. Jetzt muss ich wieder Larry einwechseln und ich hoffe, dass der es hier durchsteht. Ich müsste zumindest schneller sein, Eisstrahl. Müsste mir das bei dem Dragoni hier reichen. Ja. Ja, sehr schön. Level 71. Ein paar KP mehr habe ich jetzt. Ob das einen Unterschied macht, das werden wir sehen. Also ich werde jetzt mal weiter gemütlich Eisstrahl machen. Weil ich es kann. So, Aerodactyl. Da könnte ich theoretisch Arsene wieder rausschicken. Aerodactyl ist sehr schnell. Extrem schnell. Aber ich bin schneller. Und für diejenigen, die sich jetzt fragen, hä, was, wie ist das jetzt los? Elektro ist neutral auf Stein. Das ist bei den Donnerblitz funktioniert bei den meisten Stein-Pokémon nur nicht, weil sie als Nebentyp dann halt noch hier Bohnen haben. Reich. Ha, 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 ha. Ah. Es ist vorbei. Unfassbar, du bist wahrlich ein Pokémon-Meister. Es ist kaum zu glauben. Meine Drachen sind an dir gescheitert, Ash. Nun bist du der Champ der Pokémon-Liga. Eigentlich wärst du es, aber du musst noch eine Herausforderung bestehen. Ein weiter Trainer erwartet dich. Es ist Penis. Auch er hat die Top 4 besiegt. Er ist der amtierende Champion der Pokémon-Liga. Wisst ihr, was ich komisch finde?
Da musste man gegen den Champion kämpfen. Wenn man gegen den gewonnen hat, ist man selber Champion. Aber man muss selber nicht den ganzen Tag in der Pokémon-Liga rumgammeln.